Kennt ihr noch falschen Hasen oder Frikadellen? Also ich kann mich noch erinnern, dass ich die recht gerne gegessen habe. Und deswegen gibt es heute mal so einen richtig falschen Hasen oder eben Klößchen. Und ja, dazu brauchen wir 250 Gramm rote Linsen, 500 Milliliter Gemüsebrühe, eine Zwiebel, dann etwas Knoblauch, also zwei Knoblauchzehen oder die faulen Menschen unter uns nehmen schon fertig gehackten, gefrorenen. Dann brauchen wir 100 Gramm gemahlene Nüsse. Wer ein bisschen Fett einsparen möchte, macht es wie ich und nimmt Mandelmehl. Dann brauchen wir noch 200 Gramm Möhren, 2 Esslöffel Kichererbsenmehl, 4 bis 5 Esslöffel Wasser, 2 Esslöffel Senf oder wie ich eben einen riesengroßen Esslöffel Senf. Das ist dann, ja, das sind übrigens beides Esslöffel, deswegen nicht wundern. Und dann brauchen wir noch einen Esslöffel Paprikapulver und gegebenenfalls brauchen wir noch ein bisschen Semmelbrösel und ich habe hier Vollkornsemmelbrösel. So, zunächst mal gebe ich hier in einen Topf das Wasser bzw. die Gemüsebrühe. Ihr könnt natürlich auch frisch gekochte nehmen, wie ihr möchtet. Ich nehme immer die Körnige und dann gebe ich dazu gleich die Linsen. Die habe ich vorher abgewaschen. Und da gebe ich jetzt einen Deckel drauf und bringe das zum Kochen und lasse das dann auch kochen, bis die Gemüsebrühe ja, total aufgesogen ist. Und in der Zwischenzeit ja, werde ich jetzt schon mal die Zwiebel würfeln. So, die Zwiebel ist gewürfelt, der Knoblauch, der war bei mir schon gewürfelt. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, könnt ihr das auch machen. Ich habe jetzt hier einfach so ein bisschen Wasser erhitzt. Und sortiere das jetzt einfach fettfrei. Wer möchte, kann das natürlich auch in Öl etwas glasig dünsten. Und ich habe die Zwiebel wieder mit meinem tollen Gemüseschneider gewürfelt. Deswegen ging das jetzt ganz flott. Ja, das dünste ich jetzt erstmal so ein bisschen glasig an. Und werde jetzt inzwischen schon mal die Möhren raspeln. Sind jetzt soweit fertig. Jetzt nehmt ihr das bisschen Wasser, was wir uns am Anfang die 5 Esslöffel Wasser und nehmt hier das Kichererbsenmehl und mischt das in diesem Glas einfach gut durch. Ich mache eine Gabel und rührt dann wie so eine Paste einfach an. Es gibt dann einfach nochmal Bindung. Das geht auch recht gut. Und dann wird das hier so eine Paste. So, dann geben wir zu den Linsen die Zwiebeln. Hier, das ist heiß. Zwiebeln und Knoblauch dazu und dann eigentlich den ganzen Rest und dann wird alles gemischt. Und zwar, dann brauchen wir die Möhren. Ich mische das aber mal in einer Schüssel. So viel besser, also der Topf war dann doch ein bisschen zu klein. Dann geben wir dazu den Senf. Dann haben wir das Paprikapulver. Wir haben. So, jetzt hat das Telefon kurz geklingelt. Dann die Kichererbsenpaste dazu, die dann jetzt auch schon ein bisschen angedickt ist. Die dann einfach so mit dazu. So, dann haben wir hier noch das Mandelmehl oder eben die gemahlenen Nüsse, wie ihr mögt. Und dann wird das Ganze erstmal jetzt so zusammengemanscht. Der Ofen ist auf 180 Grad vorgeheizt. Und jetzt nehmen wir hier die Masse. Das ist dann hier so eine richtig formbare Masse. Sollte die Masse zu feucht sein, kann ja gut möglich sein. Dann nehmen wir einfach noch ein paar Semmelbrösel und lasst es dann noch kurz ein bisschen quellen. Ja, ich brauche jetzt hier keine. Liegt wahrscheinlich auch am Mandelmehl, weil es recht trocken ist. So, dann nehme ich mir hier so ein Blech und dann gebe ich jetzt die Masse hier drauf und die teile ich jetzt einfach durch zwei und dann forme ich einfach. Ihr könnt jetzt zwei Braten formen, also wie so einen falschen Hasen einfach. Ihr könnt es aber auch machen wie ich. Ich mache einen Teil als Braten. Und ich mache das hier in so einer Kastenform, aber ihr könnt es auch ruhig dann so einfach formen.
formt das hier so. Hier wird platt. Das schaut dann hier so aus. Jetzt einfach so ein paar kleinere Klößchen. Also das geht richtig gut. Also so eine Handvoll. Ein bisschen weniger wie eine Handvoll. Die große, die ihr halt haben möchtet. Ich möchte, kann auch noch Kräuter oder Tomatenmark mit einarbeiten. Das sind davon, dass sie keine Grenzen gesetzt. Ich habe euch jetzt einfach mal so für euch die einfachste Variante, die man machen kann. So, und dann nicht wundern über mein Packpapier. Das benutze ich immer mehr als einmal. So, und dann drücke ich den platt, wie man es eben so von so Klößchen gewohnt ist. So, und dann gebe ich das jetzt einfach für 45 Minuten in den Ofen. Wichtig ist, nach 35 Minuten nehme ich das Ganze raus und decke das eventuell mit Alufolie ab, damit das Ganze nicht so schwarz wird. Ja, und dann sehen wir uns später. So, nach einer halben Stunde sieht es dann so aus. Der bekommt jetzt hier so leicht Risse, damit er nicht so trocken ist und so in der Mitte noch recht saftig ist. Auch hier, das ist heiß. Genau, werde ich das Ganze jetzt abdecken. Alufolie einfach und dann nochmal mit Öl mit Arme. Dann decke ich jetzt mit Alufolie ab, den falschen Hasen. Und dann wird es noch eine Viertelstunde in den Ofen gegart. So, und als Beilage dazu habe ich mir jetzt einfach Kartoffeln, Möhren und ein paar Erbsen gekocht. Und da gebe ich jetzt einfach, also die habe ich mal weich gekocht. Und da gebe ich jetzt einfach noch Muskat dran. Salz brauche ich nicht, weil ich habe das schon in Brühe gekocht. Und reichlich Petersilie. Und dann stampfe ich mir das hier einfach so. Und mache mir hier so ein richtiges Püree. So, der falsche Hase ist fertig. So schaut das Ganze dann aus. Also richtig, richtig lecker schmeckt das. Das kann ich euch versprechen. Und jetzt ist ein bisschen heiß. Nehme ich das hier einfach und wenn der Vorführeffekt klappt, dann kann ich das jetzt hier einfach so stürzen. Wirklich einfach hier so Scheiben schneiden und servieren. Und so schaut das Ganze dann aus und das schmeckt richtig, richtig lecker. Und schaut es nicht aus wie das Original, also mit Hackfleisch, nur dass eben hier wirklich nur Linsen drin sind. Das ist proteinreich, ihr wisst, was drin ist. Und hier habe ich mir noch ein Püree gemacht und wenn das jetzt nicht lecker schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Ich wünsche mir auf jeden Fall guten Appetit und euch auch.